Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, auf dem Felsen haben wir aufgehört, konnten zwar da nicht speichern, aber ich habe trotzdem mal hier weitergemacht. So, dann wollen wir das hier noch entasten. Ja, natürlich ganz viel Reinholz schiebe ich mir rein. Pfeile craften. Mit Rechtsklick. Wie viel habe ich? Wo sehe ich das? Oben, 20 von 20. Wunderbar. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Na, durchs Wasser geht's aber schlecht. Vielleicht gibt's hier oben ja was Schönes. Ich würde hier oben was machen. Und zumindest was Legendäres verstecken. Helf-Item. Na gut. Mal sonst noch irgendwas? Nö. Da hinten geht's auf jeden Fall auch ein bisschen weiter. Oh, sah ein bisschen so aus, als ob es eine Unterwasserhöhle so halb gibt, aber anscheinend nicht. Was ist da denn? Sieht aus wie ein riesen Güterwaggon. Nee. Ist zu groß dafür. Keine Ahnung, was das ist. Haufen Metall in Boxform. Man kennt's. Ja, gar nicht so boxig. Brücken, Stahlträger, irgendwas. Woher soll ich das wissen? So, Wegpunkt ist irgendwo da oben. Ah, davon könnte es natürlich ein Element sein. Das ist mir bis jetzt irgendwie entgangen. Aber da sehen wir es ja ganz deutlich. Ja, das ging gut. Hätte man da nicht hochklettern können. Na gut. Zumindest bin ich ganz gut im Springen. Das gefällt mir. Jetzt sind wir ja wieder hier. Das ist ja doof. Wie kommt man da hoch? Vielleicht war das doch nicht so verkehrt. Da macht es doch den richtigen Anschein. Ich würde da oben lang gehen. Da liegt irgendwas versteckt. Stöberer-Tagebuch und alte Vorratskiste. Warum denn nicht? Vielleicht dann doch wieder hier. Ah. Hat ich wohl übersehen. So. Da liegt das Zeug. Da wollen wir hin. Wow. Dieses große Metallding sieht wie das Schiff im Auditorium aus. Stell dir vor, damit zu den Sternen zu fliegen. Ja, Osara. Maschinen haben sie zerfetzt. Ja, das ist nicht gut. Und wieso ist hier so eine Tür vom Helikopter oder was das war? So, die sind ohne Loot gestorben. Oder sie wurden gelootet, was noch viel schlimmer ist. Oh je, das müssen wir uns alles zurückholen. Boah, kein Problem. Markieren und im Auge behalten. Wieso im Auge behalten? Ausschalten. Deswegen sind wir hier. Heilende Biere. Ich freue mich ja so. Was liegt denn da in der Mitte wieder für ein Zeug? Ist egal. Dann schauen wir mal, Waffenrad. Können wir auch herstellen. Dann. Nein, das war der Speer. Aha. Waffe. Nicht aufwachen aus der Schockstarre. Danke, Wal. Hau mir aufs Maul. Oh, ich war tot. Nicht einfach angreifen hier. Nein! Helf! Wal, haut drauf. Vielleicht sollte man doch am Anfang taktischer vorgehen. Eine Leiter, okay. Wo? Wie kommen wir jetzt hier raus? Eine gute Frage. Wir müssen erstmal alles looten. Ohne das macht's keinen Sinn zu gehen. Schöne Metallscherben. Ja, Energiezellen. Mehr davon. Hier liegen doch auch noch ein paar zerfetzte Roboter. Oh, die Leiche hatte Loot. Die Maschine schlug direkt durch die Mauer. Oh, das passiert den besten Mauern. So, euch haben wir alle, oder warum? Nee, der schockt noch ganz schön. Aha. Leiter gefunden und für gut befunden. Hier noch irgendwie sonst was. Ja, ein Container.
Und ansonsten... Da liegt noch was. Alte Kiste für Wertgegenstände. Na, hoffentlich sind welche drin. Schade, glaub auch nicht, Heilkräuter genügend im Inventar mitzuführen. So wie ich gerade kämpfe, brauche ich jedes Health-Item, das ich bekommen kann. Ne, ich hoffe, es Gutes. Alter Zahnstocher. Achso, das ist Korkenzieher und Eisenbarren. Woher soll Aloy das auch wissen, was das ist? Na, das ist richtig. Wird aber bestimmt nicht so viel wert sein. Dann haben wir da hinten noch irgendwas. Alte Vorratskiste. Gibt es hier irgendwo neue Vorratskisten mit gutem Zeug? Ich will ja nicht nur das vergammelte Zeug aufheben. Dann hopp. Ja, ich stelle die nicht so an, das ist eine Leiter. Na, kommst du locker hoch. Aber sag doch mal. Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Ja, eine komplett entgeisterte Person also. Ach, irgendwie gehe ich im Kreis. Ja, da muss ich nach oben. Das habe ich messerscharf erkannt. Wo sind meine gelben Vorhänge? Vorsprünge, wo ich mich hoch... Ah, da gibt's noch eine Leiter. Die ist sehr gut mit dem Terrain verschmolzen. Ich bin da praktisch blind für. Naja, wir haben es ja geschafft. So, irgendwas hier noch zum Looten? Nö. Nö, nö. Dann hoffen wir mal, dass das Backup hier irgendwo in einem Busch liegt. Zumindest passiert jetzt was Wichtiges. Oh. Ich mag diese Schlangenmaschine da. Oder diese drei Oh, sehen die geil aus. Also richtig cool. Von den Dingern? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Warum nicht? Können wir es versuchen? Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Hey, wollen wir ernsthaftes... 100 Tonnen schwere, 1000 Tonnen schwere Ding zum Kippen bringen. Na, dann lasse ich mal einen abseilen. Ah, okay. Ich habe mir was anderes vorgestellt im Moment. Aber das macht natürlich mehr Sinn. Hier müsste es doch irgendwann mal Lagerfeuer zum Speichern geben. Ich glaube das ja nicht. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Da bin ich mir auch sicher. So, der dampft ja noch. Nehmen wir gleich mal mit. So. Heilkräuter. Na? Was macht denn da Geräusche? So, Heilkräuterbeutel voll. Mist. Bist du schon tot? Es hilft tatsächlich, die Schwachpunkte von diesen Dingern zu treffen. Wer hätte es gedacht? Hast du noch was? Abgeplatztes Teil? Nö. Oh. Ja, hör auf zu husten. Ist doch nur eine kleine Seuche. Na, komm hier. Put, put, put. Nee, wie wähle ich nochmal Steine aus mit R? Ich wollte ihn eigentlich nur werfen. Ja. Geh mal dahin. Also bestimmt interessantes Zeug. Na komm her, oder muss ich die selber abwerfen? Ja, feiner Junge. Feiner Junge. Die mach mal jetzt tot. Das war unspektakulär. Hat er nicht mal mitbekommen, dass er da erstochen wurde. Und den Stein kann ich aufheben. Brauchen ja so viele. Kann ich nicht mehr Steine aufheben? Hier liegen doch bestimmt viele rum. Naja, anscheinend nicht.
schwierig, Steine in diesem Terrain zu finden. Man kann ihn natürlich verstehen. So, Heilpflanze brauche ich nicht. Was für ein Busch ist das? Ein Dschungel-Golddorn. Aha, und das braucht man wofür? Wir finden es wahrscheinlich noch raus. Oh, Bananen. Nee, das ist doch mal Dschungel-Golddorn. Nur jetzt sehe ich zum ersten Mal die Früchte. Manchmal bin ich eben mehr aufs Wesentliche konzentriert. Da, mit der Leiter komme ich auf den Turm. Wenn du meinst. So, und das geht jetzt ewig so weiter. Nee, da müssen wir mal schauen. Aloy, was machen wir jetzt? Ich finde nichts mehr. Ah, da. Hey, da zeigt schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Greifpunkt um die Luft. Aha. Ja, also. Nicht geschafft. Noch ein Greifpunkt. Ich hätte ja direkt gesagt zur Leiter, aber... Ah, über uns. Das geht auch nicht. Hallo? Ja, dann hängen wir nur hier ab. Ich will mich aber hier nicht fallen lassen. Ich würde gern weiter. Vielleicht war das der Falsche. Einen Augenblick. Hier ein Kletterpunkt. Nein, nicht runterfallen. Ja, das habe ich doch gemacht. Und Spiel, was willst du dann? Genug. Ich versuch's nochmal. Hier. Ah, das hat besser geklappt. Ui. Ah, hätten meine Arme beinahe nachgelassen. Ein Glück hat Aloy festgehalten. Oh, Vorratskiste. Durch Zufall einfach reingestolpert. Die hier loot ich bewusst. Okay, was haben wir denn noch vor uns? Ah, ein Kletterpfad. Und dann müssen wir oben hoch und das tonnenschwere Ding, 1000-tonnen-schwere Ding einfach umstoßen. Nichts leichter als das. Naja, vielleicht findet man einen Hebel oder sowas. Der Sturm wird stärker. Ja, sehr stürmisch. Ist es dein Ernst, dass ich hier... Wenn ich es verkacke, verkacke ich es richtig, oder? Oh, da unten ist eine Box. Wieso habe ich die nicht gesehen? Da müssen wir hin. Müssen wir sowieso hin. Na also. Wollte mich da auch in die Luft katapultieren, aber das ging noch nicht. Hui, das sieht so aus, als würde es jederzeit brechen. Ist es auch. Ist es auch. Und spring um dein Leben. Mensch, da müsst mal. Da gibt's doch ein Seil. Das haben wir doch schon oft gemacht. Nein! Halt dich fest! Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Der Ort fällt fast auseinander. Sag bloß, wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen, hättest du das nicht explizit gesagt. Ach, ein kleiner Schritt und die Menschheit ist für immer vernichtet, weil niemand sie retten kann außer uns. Das ist hier die... Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Ja, guter Plan, Klammern lösen. Das ist hier die Verantwortung, die wir haben, das wollte ich noch sagen. Kann ich einfach hier rauf? Ach, auf... So, wie kann ich die Klammern lösen? Brauche ich Sprengstoff? Oh, das finde ich jetzt nicht gut, dass ich hier nicht hochkomme. Ist kein gekennzeichneter Bereich, ich weiß, aber... Noch mehr Maschinen. Ich freu dich doch über die Maschinen. Haben wir was zu killen? Uiuiui. Guck mal, da hinten Stein. Investigiere. Ja. Ja, da bist du aufmerksam. Ein gutes Salamandervieh bist du. Ach, die sehen so cool aus, die Roboter. Der stille Schlag ist irgendwie gerade nicht so optimal animiert. Naja,
Wird vielleicht nachgepatcht. Vielleicht gibt es da einfach gerade einen Bug. Oder soll so aussehen, dann sieht es halt so aus. Kann man auch nichts machen. Heilende Kräuter, heilende Bäume. Oh ne. Hör mal auf, Freunde von dir zu rufen. Bist du tot? Bist nicht tot. Jetzt bist du tot. Ein Wühler. So hat sich der auch angefühlt. Die Energiezelle nehmen wir natürlich mit. Kiste, Kiste, Kiste. Keine Kiste in Sicht, das ist aber schlecht. Ich bin doch so lootgeil. Oh, wollt gar keinen Stein werfen. Ah, das hier müssen wir unbedingt einsammeln. Nachher muss es halten. Warum auch nicht. Und noch eine alte Kiste. Da war sogar ein Wertgegenstand drin. So, da ist noch ein Vieh. Nein, das wollte ich nicht. Bisschen komisch für mich, dass ich auf F das Waffenrad habe. Komm schon klar damit, aber braucht ein bisschen Gewöhnung. Okay. Jetzt bin ich hier ungestört. Ja, ich bin gern ungestört. Bin ja so introvertiert. So, Energiekern. Energiezelle, nehmen wir mit. Ja, das wird noch ein bisschen passieren, dass ich Tab drücke anstatt F. Ah, eine Konsole. Wir können die einfach so freischalten. Die Maschinen da unten zu zerlegen. Na, wie auch immer das geklappt hat. Jo, rauf auf die Kobras. Ja, das ist sehr unspektakulär. Da sind noch zwei Seile links, die glaub halten. Das Shuttle hängt in den Seilen. Stabile Seile. Um sie irgendwie zu lösen. Boah, wer war denn da gerade hinter mir? Welcher Schatten? Wie habt ihr das auch gesehen? Als ob da jemand im Schatten hinter mir steht. Erstmal vergewissern, dass da keiner ist. Das muss ich unbedingt im Replay sehen. Also in meiner Aufnahme. Ist ja kein Replay, das ist ganz normal OBS. Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Ja, was soll ich denn alles scannen? Oh, Kiste. Nicht hier, sondern hier. So. Dann fokussier dich mal, Aloy. Da sind die Seile. Da ist der Turm. Gleich müssen wir da hoch, um rüber zu kommen. Ah, ganz da oben ist eine Kante. Das reicht aber nicht. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. Zugwerfer. Ah, okay. Soll sich da noch was bewegen, oder? Können wir den Lift nicht direkt runterziehen? Ah! Runter geht's. Die Seite hat einen Unterschied gemacht. Mensch, ich hätte auch gern so viel Kraft in den Oberarm. Um die Kabel zu lösen. Können wir nicht einfach einen Pfeil drauf schießen? Wieso müssen wir heute so viel klettern? Ich bin ein bodenständiger Typ. Ja, kann ich irgendwo einhaken, abkürzen? Nö. Nee, Hoch mit dir. Okay, das Quietschen klingt nicht gut. Ich muss die Kabel schnell trennen. Ja, dann mach halt auch keinen Scheiß hier. Also nochmal, weil die irgendwo meinte, außerhalb hinhüpfen zu müssen. Haben wir ja gar nicht gesagt, dass wir das jetzt machen. Aha. Hätte ich da nicht hoch müssen? Das ist jetzt für immer versaut, weil das abgebrochen ist. Da bin ich nur blöd, muss ich noch eine Stufe anders hoch.
Ah, ich glaube, ich bin einfach nur blöd. Das passiert öfter. Keine Sorge. Gewöhnt ihr euch dran. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Jetzt aber. Und hopp. Diesmal hat's geklappt. So, dann einmal nochmal schön ein Abseilen. Und diesmal ein ganzes Shuttle. Das sollte die richtige Stelle sein. Oh. Da. Bin jetzt raus. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. So, jetzt nicht mehr. Geht's kaputt. Eins weniger. Ja, und wie viel gibt's? Und die nächsten Kabel lösen. Ach so, wenn es weiter nichts ist. Kracht ja gerade alles zusammen. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Ja, ist mir auch aufgefallen, dass wir das hier ziemlich dämliche Aktionen machen. Aber es macht ja Spaß und sieht dabei gut aus. Die paar Muckis mehr, da verdienen wir uns heute auf jeden Fall unser Abendessen. Hui! Wie hast du das geschafft? Ich bin froh, dass du es geschafft hast, aber es sah gefährlich aus. Aha. Höher klettern. Okay, das sah genauso aus wie unten, deswegen war ich kurz verwirrt. Denn das ist ja die Stufe höher. Weil! Bleib hier drauf. Leertaste ist auch ausweichen und teilweise springen. Tschüssikowski. Nein, noch ein Seil. Oh. Baum fällt. Boah, die Dinger würde ich zu gern looten. Ich hoffe, Wahl war da unten nicht. Ja. Ja, ja. Aloy, runter da. Nutz deinen Fallschirm. Wenn nicht, erfinde einen, wenn du keinen hast. Ich hoffe, das Backup liegt dann nicht im Metallschrott irgendwo unter uns. Vorsichtig. Ich sag vorsichtig und was macht sie? Ganz und gar nicht vorsichtig. Hätte man die Kobras nicht einfach ausschalten sollen? Das wäre leichter gewesen. Da liegt noch eine von denen. Du willst ja wohl nicht abhauen, oder? Das wohl auf die harte Tour. Bin ich für die harte Tour zu haben. Um zum Rechenzentrum zu kommen. Ich sollte nach Schwachstellen scannen. Schwachstellen. Okay, wo ist der Schwachpunkt? Überall, würde ich sagen. Aha, bin gedeckt. Was für ein Biest. Du hast ja doch noch Feuer in dir. Ich muss Wie hast du denn so viel Leben? Ich craft noch mal ein bisschen nach, falls du nichts dagegen hast. Boah, das braucht ja ewig, bis du gefroren bist, Kollege. Wieso bist du denn so säuerlich gerade? Ein Glück habe ich genügend Health-Items. Wahl, hilf mal mit. Mach irgendwie nicht viel Schaden. Aha. Jetzt bist du unnütz. Ja, unnützes Ding bist du. Die Kanister liegen jetzt frei. Ich sollte drauf zielen. Was für Kanister? Könntest du mir die markieren? Stein. Au. Wo liegen deine Kanisterchen? Ich sehe leider nichts. Vorratskiste. Beziehungsweise F. So, da oben hast du doch... Nein! Ich hab doch schon Zeitlupe. Wie bewegst du dich so schnell?
Kollege. Nicht spucken, nicht spucken, nicht spucken. Behalt's drin. Aha. Helf-Item. Helf-Item. Ja, bin ich nicht gut in den Kämpfen. Glaube, ich brauche neue Pfeile. Kann man dich irgendwie jetzt sinnvoll angreifen? Kollege? Ausweichen. Ausweichen. Du hast doch da Energie. Ah! Das hat dir gar nicht gefallen, was? Willst du deinen eigenen Schwanz fressen? Nee, was machst du? Was machst du denn? Nicht stechen. Du willst doch nicht stechen. Oh, nicht der Stachelschwanz. Nicht der Stachelschwanz. Ah, shit. Ja, gefühlt ist er. Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Ja, ich bin schon dran. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Wer weiß es schon. Schwachstellen, Schwachstellen, Schwachstellen. So, bleib mal langsam, Kollege. Mist. Wie machen die Leute mit Controller das? Ja! Nein! Ja! Gleich ist er down. Gleich haben wir ihn. Gleich hat er uns. Gleich hat er uns. Kollege? Tja, so ergeht's allen Monstern, die mit dem Profi hier kämpfen. Irgendwann gehen sie drauf. Und wenn's doch Altersschwäche ist. Endlich. Ja, war doch leichter als das. Nichts leichter als das. So. Was hast du denn da? Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Ja, wir müssen looten. Oh, ist da gar kein guter Loot drin? Habe ich das alles abgeschossen? So, Heilpflanzen sind auf jeden Fall nützlich. Haben wir einige gebraucht. Weiß auch nicht, wieso. Ist halt irgendwie passiert. Spulensprenger. Das wäre doch gut gewesen. Kann man den auch irgendwie verwenden? Ja, den hätten wir haben sollen. Damit wäre es ja richtig leicht gewesen. Da war nur überall Feuer. Noch ein Spulensprenger. Nächstes Mal verwenden wir auf jeden Fall die. Ich glaube, das wäre effektiver als Pfeil und Bogen. So. Man kann nie genügend Pfeile haben. Haben wir ja gerade eben gemerkt. So. Da gibt es noch Kistis. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Genau wie das Reinholz. So. Irgendwas, was hier noch rumliegt? Nein, leider gar nicht. Dann mach mal Pfeile. Dann mach mal nochmal so Frostpfeilen. Oder fehlt mir was? Nö, vier Stück haben wir. So, du hast gesagt, es liegt vor dir. Wahrscheinlich da durchs Feuer. Nee. Wo willst du denn, dass ich hingehe? Dahin. Na, das kriegt man hin. Hui. Ja, das ist eine ziemlich coole Mechanik. Aber echt komisch, dass hier keine Lagerfeuer ist. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Die Open World hat sich für uns ja auch noch nicht geöffnet. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren hier. Okay, ich muss zum Serverraum. Woher weißt du, was ein Serverraum ist? Kann man da nicht durch? Das ist doch ein Serverraum. Oh, schon wieder ominöse Klänge in der Ferne. Nicht in der allzu sehr Ferne. Aber Aloy liebt ja solche dunklen Ruinen. Naja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir hier finden, was wir suchen. Wir finden höchstens Schmerz. Und vielleicht eine coole Waffe. Bitte sei doch da. Kann nichts versprechen, Aloy.
Wir haben die Hauptquest schon abgeschlossen. Nee, Spaß. Das ist nur die erste anfängliche Quest. Da kommt noch viel mehr. Es wird nicht hier schon aufhören. Ah, das. Hier ist das ja. Und das ist ein Backup. Dann ab in die Gefängnisbrieftasche damit. Initialisiere. Oh, 6.9. Nice. Hallo. Hi. Selber hallo. Oh oh. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Farsine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Ah, du Arschloch. Ein Glück bist du schon tot. Frevler, Schlangenbrut, mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Schade, dass du tot bist, sonst könnte ich dich jetzt töten. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Was für ein Arsch. Yay, müssen wir wieder Daten reparieren. Und erstmal müssen wir ein bisschen heulen. Aloy? Hi, Val. Die Göttin? Es gibt keine Göttin. Das sagte ich dir doch schon. Das ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung. Wusst doch, dass die Story noch weitergeht. War mir nicht ganz sicher. Mensch, sieht das wieder episch aus. Dann bauen wir halt unser eigenes Terraforming-System. Was kann daran so schwer sein? Tut mir leid. Du bist ganz bisschen Landwirtschaft. Weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich Falls nehme wir alle bald nichts zu essen haben, fehlen uns auch die Spurenelemente. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nein, ich will einen Begleiter. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat, in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay, okay. Wir müssen mal ein bisschen chillen. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Ja, er fängt an, es zu lernen. Ah, ist ganz cool, dass wir jetzt, glaub schon direkt reiten können. Ich würde gerne mal den Skilltree sehen, so langsam. Kommt bestimmt alles gleich. Irgendwann wird sich die Open World hier für uns öffnen. Und das eher früher als später. Bei der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Sie ist wieder da. Ja, ein ist gut. Segen. Das ist kein Segen, das sind Blumen. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Kein Thema. Noch nicht.
Im Namen des Sonnenkönigs Safat, der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Ah. Servus und hallo. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Oh oh. Kommt. Ich zeige es euch. Was ist am Turm passiert? An welchem Turm überhaupt? Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Soll das heißen? Dass mich die Leute hier umbringen wollen, weil sie arbeiten müssen? Das geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Ist immer wichtig, Panik zu verhindern. Das haben sie auf der Titanic nicht geschafft. Aha. Ja, schöner Turm. Hey, ein Bild von mir. Wie haben sie das so schnell gemeißelt? Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Nimm doch Wahlen mit. Bescheid. Die Spitze des Speers. Neues Zwischenziel. Und ich glaube, jetzt ist die Open World offen. Die Statue von mir? Ja, also die Statue finde ich relativ hübsch. Neu. Aber wieso haben sie die so schnell fertiggestellt? Ich dachte, das dauert mindestens 1-2 Jahre. Vor allem die Details sind relativ gut. Wie läuft's, Hammerkopf? Wunderbar. Ich bin aber kein Hammerkopf. Ja. Na gut, dann würde ich aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.